Lang, lang ist das her. Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal Christinas Strickewelt. Ja, ich freue mich wieder ein Video aufzunehmen. Das ist wirklich für mich sehr lange her gefühlt. Ich glaube, seit 3 Wochen habe ich nichts aufgenommen, auch wenn ihr das nicht so empfunden habt, weil ich habe vorgearbeitet tatsächlich, weil ich wusste, dass während der Renovierungsarbeiten ich eher selten dazu kommen werde, euch irgendwas zu zeigen, ein Video zu präsentieren. Deswegen habe ich das Video mit den Tops, ja, ein bisschen, ja, vorgearbeitet, wie gesagt, ne? Also in einer freien Minute habe ich dann ein paar Videos mehr gemacht. Genau, die sind jetzt quasi alle. Ja, das eine Video, das ist noch nicht online, das kommt aber noch und dazu erzähle ich dann euch gleich was. Ich freue mich. Ich freue mich wieder hier bei euch zu sein, ganz ehrlich. Ich bin auch froh tatsächlich, dass der Urlaub quasi vorbei ist. Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben während unseres Urlaubes unsere Küche renoviert. Ich werde in diesem Video euch keine Zwischenstände zeigen, glaube ich. Ich habe irgendwas auf dem Handy aufgenommen. Ich bin aber auch nicht jedes Mal dazu gekommen, irgendwie so einen Zwischenstand zu filmen, wie das jetzt ist, weil ja, wir sind früh aufgestanden, haben gefrühstückt, haben gearbeitet, haben Mittag gegessen, haben gearbeitet, Abendessen. Gearbeitet tatsächlich manchmal noch, Dusche, schlafen. Ja, deswegen bin ich nicht dazu gekommen, irgendwas aufzunehmen, weil ich ja erstens körperlich, kennt man das ja nicht, also ich bin eine Bürofrau, also was heißt Bürofrau, ich arbeite nicht als Bürofrau, sondern ich habe eine sitzende Tätigkeit auf meinem Bürostuhl. Und dann körperlich zu betätigen ist eh nicht so meins. Und das war halt sehr anstrengend für mich. Und ja, dabei haben sich einige Wehwehchen rausgestellt. Jetzt versuche ich seit 2 Wochen meinen Arzt zu erreichen. Na gut, das ist aber ein anderes Thema. Das werde ich auch noch hinkriegen. Und ich werde dann auch hoffentlich rausfinden, woran das liegt, dass ich diese Wehwehchen habe und diese dann auch bereinigen. Genau. Vorab, also die Küchenschränke, die stehen, die hängen und ich kann schon drin kochen in dem Raum und ich kann auch schon abwaschen, also die Spülmaschine anschmeißen, was sehr viel wert ist, habe ich festgestellt während der Renovierungsphase. Und ja, aber sie ist noch nicht zu 100% fertig, deswegen werde ich euch, ich schaue nachher, was ich auf meinem Handy habe, sonst zeige ich euch so, wie es zwischendurch ausgesehen hat, zum Schluss des Videos. Wenn nicht, dann habe ich halt nichts gefunden oder nichts gefilmt. Und ansonsten würde ich dann mal vorschlagen, für alle, die es interessiert, würde ich dann im nächsten Podcast ein Video aufnehmen, ein ausführlicheres Video aufnehmen. Was heißt ausführlich? Ich werde mit meiner Kamera durch meine Küche gehen und euch zeigen, wie sie jetzt aussieht. So ausführlich wird das nicht sein. Aber ich bin mächtig stolz auf uns, ich bin mächtig stolz auch auf meinen Mann, dass er sehr viel auch macht, ohne Angst zu haben, ja, obwohl er das ja nie gelernt hat. Genau, ich bin auch dankbar dafür, dass mein Mann sowas für mich macht, weil, seien wir mal ehrlich, eine Küche macht er nicht für sich, ich bin eher so die Kochende bei uns in der Familie und deswegen wird das zu meinem Arbeitsraum und zu meinem Arbeitsraum, ne? Also ich koche gerne. Es ist jetzt nicht so als Arbeit für mich zu sehen, sondern ich koche wirklich gerne und seitdem auch die Küchenschränke und auch die Arbeitsplatte, die neuen Sachen da stehen und hängen, habe ich festgestellt seit ein paar Tagen, dass ich es noch gerne mag oder mich dann auch gerne mehr austoben möchte in der neuen Küche, weil jetzt auch die Möglichkeiten anders sind. Das Vorwort zu diesem Video. Was erwartet euch denn heute? Wir haben Neuzugänge. Ich habe Neuzugänge. Ich habe neue Wolle bestellt. Und ich glaube, die habe ich euch hier auf YouTube noch nicht gezeigt. Bei Instagram, glaube ich, habe ich das schon gemacht.
Seht ihr, ich bin total verwirrt, weil diese Zeit war echt anstrengend. Nicht nur körperlich, aber auch moralisch. Ja. Jetzt sind wir aus dem Urlaub raus. Wir können wieder arbeiten. Wir können uns bei der Arbeit quasi entspannen von der körperlichen Arbeit. Und der Tag wird wieder geregelter. Was mir persönlich immer sehr viel wert ist, also ich mag das nicht, ich bin zwar ein spontaner Typ, aber ich habe so meine täglichen Routinen und wenn ich lange Zeit keine Möglichkeit habe, diesen Routinen nachzugehen, dann fühle ich mich manchmal sehr, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, vielleicht ist das auch so eine Macke von mir. Aber ich möchte gerne einen geregelten Tag haben, Tagesablauf haben. War jetzt nicht so, aber ich wusste ja, dass es vorübergehend ist und jetzt komme ich wieder so langsam in meinen Alltag rein. Das heißt, morgens mache ich so meine Sachen, dann Arbeit, dann nachmittags habe ich halt Zeit für mich. Ich habe Zeit dann für euch YouTube aufzunehmen, ein paar Videos zu drehen oder auch mich intensiver dann dem Stricken widmen, auch mal was Neues ausprobieren, was ja in den letzten Wochen auch sehr kurz gekommen ist. Genau, also Neuzugänge. Das auf jeden Fall habe ich für euch. Dann habe ich das, was ich auf den Nadeln habe. Das ist ein Projekt, was ihr schon kennt, das mich jetzt schon seit, glaube ich, ein paar Podcasts auf jeden Fall begleitet. Dann habe ich gestern gerade, also wir haben heute Dienstag, den 25.07. Ich denke, dass dieses Video am Sonntag rauskommt. Und gestern gerade habe ich ein neues Projekt angeschlagen. Das zeige ich euch. Und ja, ich erzähle euch von meinen Plänen für die nächste Zukunft. Bis Jahresende auf jeden Fall. So die groben Pläne oder die größten Pläne, was ich so vorhabe, auch mit euch vorhabe. Genau, und dann zeige ich euch, was ja, dann ist fast dann auch schon. Ich habe keine fertigen Sachen euch zu präsentieren, weil ich wirklich ja nichts fertig gekriegt habe. Aber ich habe auch nicht beim letzten Podcast, wo ich über die Sommertops gesprochen habe, sondern den vorher verlinke ich hier irgendwo. Genau, da habe ich euch ja die quasi fertigen Sachen gezeigt und seitdem hat sich halt nichts Neues ergeben. Aber es ist ja nicht schlimm. Es ist ja wirklich nicht schlimm. Das mache ich ja für mich, das Stricken. Das soll mich ja auch entspannen und nicht in Hektik versetzen, was ja in letzter Zeit, also in letzter Zeit, sage ich mal, so in einem halben, im letzten halben Jahr doch so geworden ist. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen Abstand davon gewonnen und habe jetzt auch andere Gedanken dazu. Starten wir doch mal. Es wird wieder durcheinander, habe ich das Gefühl. Eigentlich dachte ich, es wird nicht zu viel sein, aber ich rede schon wieder so ausgiebig. Da merke ich, dass ich es vermisst habe. Auch ein Hinweis an euch, wenn ich zu viel rede, dann habe ich es einfach vermisst zu sprechen, mit euch zu sprechen, über das Stricken zu sprechen. Starten wir doch mal mit Neuzugängen. Ja, und wieder unorganisiert. Ich komme gleich wieder. Man sollte wirklich nicht einiges auf einmal machen. Ne? Also Multitasking ist mittlerweile nichts mehr für mich. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich älter werde. Auf jeden Fall klappt das nicht mehr. Ich war vorhin noch alle Sachen zu sammeln und habe eine Kone geholt, die ich euch nachher auch zeige. Und ja, dann hat mich was abgelenkt. Ich habe die Kone beiseite gestellt und dann habe ich aber vergessen, was ich eigentlich oben wollte. Also bin ohne Kone runtergegangen. Jetzt habe ich sie. Neuzugänge. Ich habe mich bei algarvo.de ausgetobt. Also das ist auch einer der Läden, wo ich Dropswolle kaufe. Da gibt es auch Mondolana. Da gucke ich immer so rein, wer was gerade hat.
welche Farben sind wo verfügbar und dann entscheide ich mich, wo ich die Bestellung aufgebe. Ich habe drei unterschiedliche Wollen gekauft, also alles von Drops. Wartet, damit es hübsch ist. Ich zeige euch das Gesamtbild und dann erzähle ich euch was drüber. Genau. Das ist aber nicht alles. Also davon habe ich mehr und auch hiervon habe ich mehr. Also von jeder Sorte habe ich eigentlich mehr. Fangen wir doch mit dem an. Ich mag diese Farbe. Und zwar haben wir hier von Drops Merino Extra Fein. Und die Farbe, die hat die Nummer 51, heißt Café Latte, glaube ich. Oder ja, Café Latte. Oder Latte Macchiato. Latte Macchiato. Irgendwas Kaffeeartiges. Ich glaube, die ist relativ neu, die Farbe. Auf jeden Fall habe ich die so bewusst da noch nicht gesehen bei Merino Extra Fein. Aber ich muss auch sagen, dass ich da jetzt nicht wöchentlich reingucke. Kann auch sein, dass das jetzt schon seit einem halben Jahr oder einem Jahr da ist und ich habe es noch nicht mitgekriegt. Merino Extra Fein, für die, die es noch nicht verarbeitet haben, diese Wolle. Wir haben hier 100%ige Merino-Wolle. Sagt der Name ja schon aus, aber wie gesagt, 100%. Und auf 50 Gramm haben wir 105 Meter. Der Hersteller empfiehlt eine Nadelstärke von 4 mm. Und laut hier dem Etikett, wenn man auf 4 mm strickt, dann sollten das 21 Maschen pro 10 cm sein und 28 Reihen. Ich habe drei Knäuel mir bestellt, auch wenn ihr jetzt nur zwei seht, aber ich habe ein drittes noch oben. Was habe ich damit vor? Und zwar habe ich mir überlegt, eine Mütze zu stricken, aber nicht alleine. Das will ich mit euch zusammen machen. Das heißt, ich werde demnächst eine Videoanleitung machen, also ein Video aufnehmen, wie ihr eine Mütze, eine ganz einfache Mütze in Rippchenmuster, also zweimal rechts, zweimal links, für euch oder auch für eure Familien, Mitglieder, Freunde, für wen auch immer stricken könnt. Und dafür habe ich die Wolle gekauft, ne, damit ich euch auch was zeigen kann, weil ich hätte jetzt nicht genügend Merino-Wolle da, um eine komplette Mütze fertig zu machen. Genau, das ist der Plan. Man kann die Wolle entweder einfädig verarbeiten oder, also dann wäre es eine Mütze für ja, einen Herbst, ne? Also wenn es ein bisschen kühler wird im Herbst, für ein paar kalte Tage. Oder man kann das auch doppelt verstricken, also zweifädig verstricken, dann ist das etwas dicker und dann kann man das vielleicht auch sogar im Winter tragen, wenn man nicht gerade sehr kälteempfindlich ist. Genau, das ist der erste Neuzugang und auch gleich der Plan dazu. Hätte ich vielleicht anders anfangen sollen. Na gut, wir machen in diesem Stil auch weiter dann. Das zweite, was ich mir geholt habe, das ist von Drops Kids Silk in dieser wunderschönen Farbe. Die habe ich tatsächlich auch schon mal verarbeitet. Ich muss sagen, dass nachdem ich die Mohair-Wolle von Knitting for Olive ausprobiert habe, bin ich ja vollkommen davon überzeugt. Das ist die weichste Mohair-Wolle, die ich kenne. Warum habe ich jetzt Kids Silk von Drops gekauft? Und zwar möchte ich etwas ausprobieren. Also es ist nicht so, dass ich sie gar nicht tragen kann. Ja, sie ist kratzig und könnte für empfindliche Haut sehr kratzig werden. Ich kann das ertragen und ich kann das sehr gut tragen. Und ich habe, glaube ich, auch drei Knäuel bestellt, aber ich hatte noch eins in der gleichen Farbe bei mir liegen. Und mein Plan, diese Wolle mit einer anderen Wolle zu verheiraten, zu verstricken. Und da bin ich echt gespannt, was dabei rauskommt. Also
Ich habe mich noch nicht zu 100% zu Ende entschieden, was das sein wird. Ob das jetzt ein Pullover wird oder ein Cardigan zum Rüberwerfen. Ich tendiere aber eher zum Pullover. Und da bin ich auch am Überlegen, ob das jetzt ein runder Ausschnitt wird oder ein V-Ausschnitt. Deswegen muss ich mir da noch Gedanken machen. Das wird dann eher so Winterpullover sein, nichts jetzt für Spätsommer oder Frühherbst. Deswegen habe ich da noch ein bisschen Zeit. Also über die Wolle, was haben wir hier? Wir haben 25 Gramm, also das ist ein Knäuel über 25 Gramm. Und guckt euch das mal an, wie flauschig der ist. 25 Gramm auf 210 Meter und 75% Mohair und 25% Seide. Also das ist Mohair auf Seide. Und das kann man auch sehr gut erkennen. Habe ich hier irgendwo einen einzelnen Faden? Und zwar, ich hoffe, dass ihr das auch gut erkennen könnt. Und zwar dieses Weiße in der Wolle, das ist die Seide. Und das, was an den Härchen so hier rausragt, das ist halt die Mohairwolle. Und das ist auch das, was kratzen könnte, ne? Wenn die Haut empfindlich ist, dann es kitzelt nicht. Das kratzt tatsächlich. Wobei ich gehört auch habe, dass, also ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, weil so richtig kalte Wintertage haben wir hier nicht, also mit minus 20 oder minus 30, 40. Das können vielleicht die Leute mir erzählen, die in diesen Regionen auch leben. Aber ich habe zum Beispiel gehört aus Norwegen, dass die gerne halt die Mohairwolle oder auch Schurwolle, Alpakawolle auch verstricken, weil wenn es richtig kalt draußen ist, dann verspürt man dieses Kratzige nicht. Wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe so einen Fall noch nie gehabt. Zum Glück muss ich mal sagen, wenn ich schon im Sommer friere, ich habe jetzt schon Socken an, muss ich es im Winter nicht extra kalt haben. Ich bin es nicht mehr gewöhnt, richtig kalte Winter zu haben. Bei uns in Kasachstan war es ja so, dass wir da echt von der Welt abgeschnitten worden waren, auch eingeschneit worden sind. Ich komme zwar aus einer Großstadt, also was heißt Großstadt? Es ist jetzt nicht wie Berlin oder Hamburg gewesen, aber schon für mich eine größere Stadt. Ich glaube 40, 60, irgendwie so 1000 Einwohner. Genau. Und wenn es da geschneit hat, dann hat es richtig geschneit, worüber wir uns als Kinder sehr gefreut haben. Das Blöde war, dass das Radio noch nicht so richtig funktioniert hat. Und das heißt, wenn wir als Kinder zur Schule bei diesem Wetter irgendwie zu Fuß gegangen sind, wo man noch eine halbe Stunde gehen muss, hat man da vom Hausmeister gesagt bekommen, geh nach Hause, die Schule hat geschlossen, weil die Heizungsrohre eingefroren sind. Man hatte zwar schulfrei, aber man hat den Weg halt umsonst gemacht und sich sonst noch was abgefroren. Genau. Eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit. Drops, Kitzilk, Unicolor. Also Farbe habe ich gar nicht gesagt, welche Farbe das ist. Kann ich das hier auf Anhieb erkennen? 08. Ich glaube Jeansblau, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und was habe ich mit dieser Wolle vor? Womit möchte ich sie verheiraten? Und zwar habe ich. Ihr habt das ja bestimmt schon mitgekriegt, dass ich ein Fan von Hamburger Wollfabrik bin, was die Kohlenwolle angeht. Und vor 3 oder sogar 4 Jahren war ich direkt offline dort, also im Shop bei der Hamburger Wollfabrik. Und da habe ich eine Wolle gekauft, die seitdem da liegt. Zwar wurde aus ihr schon irgendwas versucht zu stricken, aber ich habe das dann wieder entwirrt. Weiß ich nicht. Ich warte immer noch auf den Tag, wo ich sage, ja, das ist genau die Wolle für dieses Projekt. Vielleicht wird das jetzt auch mit. Also ich denke schon. Was rede ich denn? Ich zeige es einfach. Und hier kann man auch gut erkennen, dass die Wolle schon gebraucht war. Hier habe ich diese Farbe. Sehr schöne babyblaue Farbe. Und zwar haben wir hier 40% Kaschmir, 40% Merino-Wolle, 15% Seide und 5% Nylon. Ich kann hier nicht erkennen, beziehungsweise steht auch gar nicht drauf,
wie die Lauflänge ist auf 50 Gramm. Dazu kann ich euch nichts sagen. Das ist dreifädig gewickelt. Es war aber auch schon fertig. Also es lag in so einem großen Container kurz vor der Kasse Aktion gewesen. Und das habe ich einfach mitgenommen. Also die Zusammensetzung der Wolle hat mir zugesagt und auch die Farbe damals hat mir zugesagt. Und damals habe ich die Wolle gekauft, ohne zu überlegen, wofür eigentlich. Mache ich jetzt auch nicht mehr. Ja, es gibt manchmal so Spontankäufe, aber meistens gehe ich schon überlegt dran, was ich daraus stricken möchte. Und was mir auch an der Wolle gefällt, ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt gleich, und zwar ist sie nicht ja, gleichmäßig blau, die hat so einen kleinen Melange-Effekt, ich glaube, so heißt das, dass das Blaue mit weißen oder dunkelblauen gemischt ist. Ich glaube, das kommt nicht so rüber. Müsst ihr mir einfach so glauben. Ist so. Und ich habe sogar eine Maschenprobe schon gestrickt mit den beiden zusammen. Und das ist dabei rausgekommen. Ich habe mich an mehrere Muster getraut, weil ich, also soll nicht nur glatt rechts gestrickter Pullover sein, sondern soll auch ein bisschen Muster beinhalten. Und da ich aber nicht wusste, welche, habe ich jetzt ein paar mehr gestrickt. Hier habe ich das Perlenmuster. Hier ist ganz normal glatt rechts gestrickt. Hier habe ich ein paar Zöpfe versucht einzubauen. Hier auch noch ein Muster. Dann habe ich hier ja, das Bündchen einmal eins gestrickt, um zu gucken, wie die Wolle das hält. Obwohl wir hier 40% Merino-Wolle haben, finde ich nicht, dass es so gravierend beim Bündchen sich ausmacht. Also das wird wahrscheinlich ein sehr oversiziger Pullover zum Drüberwerfen und gemütlich zu Hause rumlaufen damit oder auch spazieren gehen. Ja, Nadelstärke 6 habe ich hier verwendet. Sieht sehr luftig aus. Sehr dünn. Was heißt dünn? Also es wird schon sehr warm sein. Schon aufgrund von Mohair-Wolle oder auch Kaschmir und Merino-Wolle. Aber es ist nicht so blickdicht. So sieht die Rückseite aus. Und was mir sehr gut gefällt, ist dieses Perlmuster. Das kommt hier, was ich nicht gedacht habe, aber es kommt hier sehr gut zur Geltung. Ich dachte, dass die Mohair-Wolle durch die ganzen Härchen das eher verdecken würde. Das habe ich aber auch von dem Zopfmuster gedacht. Aber nein, das sieht sehr dezent, aber gut aus. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, wie mein Pullover dann später aussehen soll, wie ich den Schnitt mache, wie gesagt, mit dem Ausschnitt, beziehungsweise wie oversizig soll er sein. Also ich möchte schon, dass ich nicht aussehe wie ein Kartoffelsack rübergezogen. Es soll schon feminin sein, aber trotzdem oversizig. Deswegen darf man da nicht übertreiben und ich muss das richtige Maß noch für mich rausfinden. Auch die Länge muss ich gucken, ne? Dass es gut sitzt, gut passt zu meiner restlichen Garderobe. Womit kann ich das kombinieren? Ja, wie ihr seht, ich gehe da sehr, vielleicht so perfektionistisch dran, daran, aber ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich möchte, dass das, was ich stricke, auch getragen wird. Deswegen bin ich da sehr akribisch bei der Vorbereitung. Ich finde es nicht schlimm und dieser Teil des Strickens macht mir auch sehr viel Spaß, muss ich sagen, wenn ich so ein paar Sachen skizziere und die dann durchstreiche, weil es doch nicht so wird, wie das in meinem Kopf aussieht. Genau. Das ist das, was ich für mich plane, nur für mich. So ein gechilltes Stricken wird das sein. Hoffentlich geht da nichts schief und es bleibt auch gechillt. Alle sagen, Stricken kann entspannen. Ja, kann aber auch jemanden zum Ausrasten bringen. Vor allem, wenn man etwas probiert und es nicht klappt.
mehrfach. Genau. Das ist der zweite Zugang, Neuzugang. Dann habe ich noch eine Wolle gekauft in Weiß. Habe ich schon angekündigt. Ich glaube, beim ersten oder beim zweiten Strickpodcast, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich das angekündigt und jetzt habe ich einfach zugegriffen. Drops Alpaka Bouclé. Ich habe ja im Frühjahr einen Pullover gestrickt, meinen Teddy-Pullover gestrickt und den werde ich nochmal nachstricken in Weiß. Und auch hier sieht der Plan vor, dass ich das mit euch gemeinsam mache. In welcher Form auch immer. Lustig, ich will das mit euch gemeinsam machen, aber ich habe mir noch nicht überlegt, ob ich da wieder ein Video aufnehme, euch einfach mal erzähle, wie ich da vorgehe, welche Massen genommen werden müssen, wie man das macht und wie man die Berechnung durchführt, damit das so wird, wie ihr das wünscht. Genau. Alpaka Bouclé, wir haben hier 80% Alpaka-Wolle, 15% So-Wolle, Schurwolle und 5% Polyamid. Auf 50 Gramm haben wir 140 Meter. Ja. Ich glaube, ich habe mit der Nadelstärke 5 gestrickt, meinen braunen Bär. Jetzt wird das ein Weißbär. Das war mir gar nicht so bewusst bis eben. Ich habe die ganze Bärenfamilie bei mir. Man könnte auch einen Panda-Bär draus machen oder einen Koala-Bär. Nein, schweifen wir nicht ab. Genau. In Weiß, warum? Weil Grau wollte ich nicht. Ich habe nichts gegen Grau und bestimmte graue Schattierungen können auch sehr edel aussehen. Ich wollte es einfach nicht. Also ich konnte mir die graue Farbe, die Drops anbietet, nicht bei meinem Teddypool oder auch an mir vorstellen. Deswegen habe ich Weiß genommen. Bunt, weiß ich gar nicht mehr, ob es da bunte Farben gibt oder nur Naturfarben, quasi braun, weiß, beige, grau, weiß ich nicht. Könnt ihr ja gucken online, einfach bei Google eingeben und dann gucken, welche Farben es überhaupt gibt. Jedem das seine, ne? Ich habe mich jetzt für Weiß entschieden und so kann ich zum Beispiel, wenn wir zu Weihnachten irgendwie zu unseren Eltern fahren, zu unseren Müttern jeweils, dass wenn mir kalt ist und ich weiß, das wird so sein, weil bei meiner Schwiegermutter ist es immer so kalt, das Haus ist wirklich kalt, da wo sie ihre Wohnung hatte und so kann man das über das kleine Schwarze rüberziehen, so ein Teddy-Pullover und bleibt trotzdem festlich angezogen. So war meine Idee. Ne? Oder zu Silvester, wenn man irgendwo ist und man ein bisschen mit draußen ist, zum Anstoßen. Oh, warum nicht? Das ist der Plan von mir, das zu stricken. Und das geht ja auch sehr schnell. Also Nadelstärke 5, glaube ich, habe ich damals verwendet. Und ich habe das ja alles aufgeschrieben. Und das geht sehr schnell. Man muss nur aufpassen mit der Wolle, weil sie sehr buckleartig halt ist, dass man wirklich auch den richtigen Faden erwischt beim Stricken und nicht diese Loops, die da rauskommen. Na, musst du dich fokussieren? Ja, genau. Das ist die Schwierigkeit bei dem Faden, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, deswegen habe ich auch Tiagu-Nadeln verwendet, die Spitzen, auch wenn die Wolle rutschig ist. Ich habe das mit den Holznadeln versucht, wirklich, habe ich mein Bestes gegeben. Aber da meine Holznadeln eine stumpfe Spitze haben, bin ich ab und zu echt daneben gewesen, ne, dass ich nicht den Faden gegriffen habe, sondern ja, dieses Ringel da. Und da hatte ich keinen Bock drauf, weil ich wollte nicht, dass der Pullover mir irgendwann mal auseinandergeht. Deswegen habe ich den auf Tiagu gewechselt.
Und habe dann halt aufgepasst, dass mir keine Masche dann abrutscht. Das hierzu. Neuzugänge. Ach, das wird auch ein längeres Video. Na gut. Ihr mögt das ja, habt ihr ja gesagt. Dann kommen wir zu den aktuellen Projekten. Das, was ihr schon kennt, das ist das hier in Rosa auf meinem Wollhalter. Übrigens, der Wollhalter. Einige haben mich ja danach gefragt. Ich habe das auch schon in den Kommentaren beantwortet. Ich habe das auch schon auf Instagram eine Story dazu aufgenommen gehabt. Den habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin, weil ich ihn gesehen habe. Das ist Handarbeit aus Holz. Und wenn ihr bei Instagram das hier eingibt, Wood, alles zusammengeschrieben, ohne dieses Kennzeichen, sondern das englische End, Wood and Artwork eingibt, dann gelangt ihr zu Anton, der solche Kronenhalter oder auch Wollhalter, das kann ich übrigens sehr gut jetzt euch zeigen, dass man das nicht nur für die Kronenwolle verwenden kann, sondern man kann ja diesen Stab abnehmen und wenn man mit Knäuel strickt, dann tut man das hier drauf, was sehr praktisch ist, wenn man aus beiden Knäuel einen Faden ziehen möchte, dann hat man hier zwei oder auch drei drauf und dann strickt man das. Ich finde das Ding praktisch, wie gesagt, ich habe das damals gesehen, ich habe das meiner Freundin gesagt, ich will das zum Geburtstag haben, sie hat es mir geschenkt, worüber ich sehr froh bin. Genau, und das hierzu. Jetzt kommen wir zu meinem Projekt, was hier gelagert war. Das ist mein rosa Cardigan, der zwar schon etwas weiter geworden ist, beziehungsweise länger geworden ist, aber halt sehr mühselig, ehrlich. Ich stricke mit Nadelstärke 3,5 und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorankomme, vor allem, weil das ja auch glatt rechts gestrickt ist und mit Hin- und Rückreihen, was für mich ja noch schlimmer ist, als einfach in Runden glatt rechts zu stricken. Und dann muss ich auch regelmäßig Strichliste führen, wie viele Reihen ich schon gestrickt habe, weil ich die Knopflöcher nicht vergessen darf. Und die kommen immer in der 30. Reihe. Deswegen muss ich das immer abzählen. Und ich bin ein Freund von Strichlisten. Ich habe keinen Reihenzähler, brauche ich nicht. Ich habe einen Stift und einen Block. Ja. Wie gesagt, sehr mühselig, deswegen bin ich nicht vorwärts gekommen. Aber ich will das Ding auch fertig kriegen. Ich stricke das von Kornwolle von Hamburger Wollfabrik. Das ist Merino-Wolle, extra fein, sehr weich, dreifädig, in rosa, in zartem Rosa. Und das ist Artikel Nummer 2116. Öfter erwähnt in den letzten Podcasts werde ich euch auch unten dazu schreiben. Also, ich weiß nicht mehr, ich habe das noch nicht mal ausgemessen. Vielleicht könnte ich das ja mal tun. Da habe ich mein Maßband. Aber ich weiß auch nicht, wie lange das Ding sein soll im Endeffekt, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. 25 cm habe ich schon gestrickt. Wow. Ich glaube 20 bis 25 brauche ich für die Ärmel, eher 25. 50? Ich glaube, ich könnte noch mal so 7 bis 10 cm weiter stricken. Also wird er auch nächstes Mal nicht fertig sein. Was soll's, vielleicht wird das dann doch nicht diesen Sommer, aber na gut. Ist ja nicht so, dass ich nichts zum Anziehen habe. Und weil es mir echt tatsächlich auch ein bisschen langweilig ist, das Ganze hin und her zu stricken. Ich glaube, mein Mann ruft an. Ich geh mal kurz ran. Da bin ich wieder. Wo war ich stehen geblieben? Ich mag das nicht, unterbrochen zu werden, aber das ist mein eigener Mann. Und da gehe ich gerne ran. Weil mir der Cardigan ein bisschen zu langweilig geworden ist, immer nur hin und her zu stricken,
habe ich, wie gesagt, gestern ein neues Projekt angefangen. Und es werden Socken. Für mich, nicht für den Verkauf, weil die Wolle habe ich mir damals auch selbst gekauft. Zum Geburtstag habe ich mir selbst schenken lassen, von mir selbst. Und zwar habe ich hier schon was gestern Abend gestrickt. Da habe ich auch ein Muster auf Pinterest gefunden. Ich hoffe, es klappt, dass ich es euch verlinken kann. Das ist so ein, ja, ein Muster halt. Es ist auf Russisch, aber ich denke, ihr werdet die Begriffe verstehen, ob das jetzt eine rechte Masche oder eine linke Masche ist. Ich glaube, die unterscheiden sich dann nicht in den Kennzeichnungen. Wisst ihr, Minus oder diese Stapel wollte ich schon sagen. Ich und Verortungsfindung. Sechs. Schlimm gerade. Ich hoffe, ihr werdet damit klarkommen mit dem Muster. Aber auch das Bild selbst sagt viel aus, sodass ihr dann auch anhand des Fotos, was da auch abgebildet ist, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Socke sein sollte oder ob das ein Ärmel war, der angefangen worden ist zu stricken. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich das Muster 1 zu 1 übernommen. Gesagt, so sieht das aus. Und das hat mich gestern, als ich das so weitergestrickt habe, hat mich dieser Teil, also die linken Maschen, an Schmetterlinge erinnert. Und da musste ich an die Schmetterlingsnudeln denken, an die Farfalle. Ich weiß nicht, jetzt heißen die bei mir so. Also das sind meine Farfalle-Socken. Ich finde den Namen auch sehr schön. Genau, Wolle habe ich auch bei Xenia gekauft. Auch den Instagram-Account von Xenia verlinke ich. Das ist eine Sockenwolle, die Xenia selbst gefärbt hat. Übrigens habe ich da wieder eine Bestellung aufgegeben und die ist auf dem Weg. Es wird bestimmt nächstes Mal wieder was Neues zu zeigen geben. Genau. Die Wolle liegt seit Mai schon bei mir und jetzt bin ich dazu gekommen, sie zu verstricken. Das ist eine Merino-Wolle, also Sockenwolle mit Merino-Anteil, was sehr schön ist. Und ich finde die Färbung sehr hübsch, sehr dezent, nicht überladend mit Farben, obwohl ihr hier sehr viele Farben seht. Ich finde sie sehr gut. Auch wie die Wolle sich in der Socke verhält. Oder in dem Strickstück. Ich mag das voll gerne. Ich bin voll begeistert von der Färbung. Also ich finde, dass Xenia da echt ein Händchen dafür hat. Ja. Die erste Socke, das ist das, was ich gestern geschafft habe zu stricken. Also ein Rapport habe ich durch. Ein Rapport besteht aus 18 Reihen und dann habe ich noch 5 Reihen vom zweiten Rapport gestrickt. Mal gucken, wie lang das wird. Ich meine, ich habe hier 100 Gramm und für meine kleine Füße Größe 36 könnten das sogar Kniestrümpfe werden, werde ich nicht machen. Aber ich guck mal, wie lang zwei Rapporte sein werden und dann überlege ich, ob ich noch ein drittes mit dran tue und dann erst anfange, die Ferse zu stricken oder ob mir die zwei, also die 36 Reihen ausreichen, Runden ausreichen und dann ja, geht es dann halt weiter an die Ferse. Das Bündchen habe ich auch so aus dem Bild übernommen, nur habe ich einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich hätte ich anders anfangen sollen, damit könnt ihr ja hier sehen, wir haben hier so einen kleinen Pfad nur mit linken Maschen und im Bild ist das hübscher dargestellt, also da wurde es wirklich durchgehend mit linken Maschen gestrickt. Ich habe halt den Fehler gemacht, ich dachte, ja, läuft. Lief nicht, aber mich stört das nicht. Wie gesagt, das werden Socken für mich sein. Und wenn mir dann die endgültige Socke sehr gut gefällt, dann kann ich dann ja auch gucken, wie ich, wenn ich das nochmal stricke, wie ich das dann ausmerze, dass es dann auch hübscher aussieht. Also mich stört das nicht, aber
für den kleinen Perfektionisten in mir. Ich glaube, er würde danach pochen, dass es toll aussieht. Und das Bündchen, also das Bündchen besteht aus drei rechten Maschen und einer linken Masche. Und auf der Rückseite sieht das Bündchen so aus, was auch sehr schön aussieht. Weil die rechten Maschen kommen hier sehr gut zur Geltung. Auch in der Wolle. I like. Wirklich. Bin ich gespannt, wenn die Socke dann fertig ist. Entschuldigt. Gewaschen ist, wie das Muster sich dann dehnt. Ja. Das ist so mein Entspannungsprojekt für zwischendurch. Und woran arbeite ich noch? Also meine Pläne habe ich euch quasi schon mitgeteilt, dass ich mit euch eine Mütze zusammenstricken möchte, ein Teddy-Pullover zusammenstricken möchte. Das machen wir nicht zusammen, das mache ich für mich selbst, weil ich auch einfach mal zum Spaß stricken möchte. Ohne Deadlines, ohne nichts, einfach nur für mich. Und was ich euch ja auch schon lange versprochen habe, und zwar ist das dieser Sommertop, den ihr so gut gefunden habt in den letzten Videos. Und hierzu habe ich auch schon angefangen, habe ich bei Instagram auch schon gezeigt, ein Teil. Und ich bin quasi schon fertig. Ich muss ja aufpassen, weil ich den Faden noch nicht gelöst habe. Ich habe schon den Rumpf gestrickt, also das, was unten so bei uns ankommt. Dann habe ich den Vorderteil bzw. den Rückenteil, das wird ja gleich gestrickt. Und das werde ich jetzt aufnehmen für euch, wie die Berechnungen dafür durchzuführen sind für diesen Teil. Also alles andere ist schon aufgenommen im Video. Und also das Muster, wie ihr die Maßen nehmt, was ihr zu beachten habt, wie die Berechnungen zu erstellen sind und so weiter und so fort. Genau, das habe ich für mich gestrickt, damit ich auch weiß, ob meine Berechnungen denn auch stimmen. Bis jetzt sieht das gut aus in dem ungewaschenen Zustand. Die Farben sehen auch zusammen gut aus. Und wie gesagt, jetzt muss ich den Rückenteil oder den Vorderteil, je nachdem, hochstricken, das aufnehmen, wie das gemacht wird, wie die Zu- und bzw. Abnahmen ich gemacht habe. Und dann noch die Träger dran und das Video bzw. ja, den Top muss ich noch waschen, damit ich auch eine Einleitung aufnehmen kann. Es ist echt aufregend. Ich mache das zum ersten Mal, so ein Video als Anleitung. Und es macht mir Spaß tatsächlich. Und es macht mir auch Spaß, das zu erzählen. Ich bin gespannt, wie das bei euch später denn ankommt, wenn das Video veröffentlicht wird. Ob ihr mit meinen Erklärungen zurechtkommt. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, weil ich möchte das ja so vermitteln, dass jeder das nachstricken kann, egal mit welcher Wolle, egal mit welcher Nadelstärke. Und da bin ich echt gespannt auf euer Feedback. Ja, aber das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch und durch die letzten Wochen bin ich nicht wirklich dazu gekommen. Der Plan war eigentlich, dass dieses Wochenende das Video komplett fertig ist und rauskommt, aber das schaffe ich nicht, deswegen werde ich das auf nächste Woche verschieben, so dass ich Luft habe diese Woche und unvorhergesehene Ereignisse dann auch ausmerzen kann. Das ist der Plan für die sehr nahe Zukunft, wie ihr seht. Und ja, genau, was soll ich denn dazu erzählen? Ich mag dann auch, wie das Muster auf der linken Masche aussieht. Übrigens, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich habe tatsächlich jemanden inspiriert. Mit dem Muster als erstes und als zweites mit dem Teddybären. Und ich finde es so toll, dass die Leute, also ihr, euch meine Videos anschaut und auch selbst was in die Tat umsetzt. Zum Beispiel mit dem Teddypullover, da hat Katja,
Katja, entschuldige, mich mal angeschrieben und gefragt, so wie sieht's aus und wie ist das dann mit dem V-Ausschnitt gewesen? Dann haben wir noch geschrieben bei Instagram im Direkt-Message, also in den Direktnachrichten. Und letztens hat sie auf Instagram auch veröffentlicht, was sie angefangen hat und das fand ich so toll. Ich bin begeistert. Und eine zweite Zuschauerin, die hat sich von dem Muster inspirieren lassen und wendet das auch schon in ihrem Strickstück an. Auch hier habe ich den Namen nicht drauf. Verzeih mir bitte, falls du jetzt dieses Video schaust, das ist mir sehr unangenehm. Also ich habe gesehen, dass du mich da verlinkt hast. Und ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das zu kommentieren. Entschuldige, das hole ich noch nach. Auf jeden Fall führt sie auch einen. Wie gesagt, ich weiß nicht den Namen des YouTubes und ich weiß nicht deinen Namen. Bitte sei nicht beleidigt, dass ich sie jetzt sage. Also es gibt einen Strickpodcast und aus Japan. Auch hier bin ich wieder durcheinander wahrscheinlich. Doch, Japan. Japan, das sind ja sehr schöne Bilder gewesen in dem letzten Strickpodcast. Und da hast du gezeigt, dein Jäckchen, das du strickst. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wo du auch das Muster verwendest. Aber ich glaube, du hast es ein bisschen abgewandelt. Und zwar hast du eine rechte Masche und eine linke Masche genommen. Habe ich recht oder habe ich mich da täuschen lassen? Oder die Wolle war ein bisschen dünn, dass das nur so aussah. Genau, also das Muster kann man so gestalten, wie man möchte. Ob man fünf rechte Maschen nimmt, fünf linke Maschen nimmt, toppt euch aus. Genau, aber ich finde es so schön, also dieses Gefühl, dass jemand sich inspirieren lässt von mir, das ist echt wunderbar. Gefällt mir. Deswegen bin ich stolz auf mich. Das nochmal so am Rande. Genau, also ich habe auch nichts dagegen, wenn ich irgendwo erwähnt werde, wenn ihr irgendwie von mir was mitnehmt und selbst nachstrickt, erzählt es gerne weiter, ne? Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass ich da irgendwo auftauche oder wenn ihr auch Fragen habt zu irgendeinem Muster, fragt gerne. Ne? Ob das jetzt in den Kommentaren hier ist, bei YouTube oder auch auf Instagram. Ich bin ja ein sehr offener Typ. Hoffentlich habt ihr das schon mitgekriegt. Und ich beantworte dann auch die Fragen, sofern ich auch die Antwort natürlich auch weiß. Ja? Genau, das hierzu. Das war's. Das reicht dann auch für heute, denke ich mal. Wir haben, oder ich habe jetzt ausgiebig, ach, gequatscht. Das hat auch wieder sehr gut getan. Danke euch dafür, dass ich mich auch bei euch austoben kann, darf. Und ja, dann werde ich jetzt Schluss machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Ich hoffe, der kommt bald wieder. Bei uns ist es regnerisch seit Wochen, was aber auch nicht schlimm ist, so kann ich Socken tragen. Ja, ich bin so. Genau. Und wir sehen uns auch schon bald im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao.